Alle Parfum-Influencer auf YouTube machen immer nur dasselbe. Das ist ein Satz, den ich so oder so ähnlich relativ häufig in den Kommentaren, relativ regelmäßig auch immer wieder in neuen Wellen auf YouTube lese, in den Kommentaren auf Instagram, aber natürlich auch per E-Mail, dass mich Leute anschreiben und sagen, Jan, warum machen denn alle immer dasselbe? Heute möchte ich mal genau auf diese Frage eingehen, warum YouTube Deutschland oder Parfum-YouTube Deutschland so aussieht, wie es aussieht, warum alle nur irgendwie dasselbe machen, warum das vielleicht so ist, vielleicht aber auch nicht so ist. Das möchte ich heute im Video mal thematisieren. Damit aber erstmal hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und die These ist ja ziemlich steil formuliert, ziemlich spitz formuliert. Und was eigentlich dahinter steht, ist die Aussage, alle Parfum-YouTuber machen immer nur Top-10-Listen mit denselben Düften für irgendwie auch dieselbe Zielgruppe. Und bevor ich direkt auf diesen Vorwurf eingehe, meine Meinung dazu sage und auch so ein bisschen formuliere, warum das so ist oder warum das nicht so ist, möchte ich mal ein paar Schritte vorher anfangen und das Video einfach mal in verschiedene Teile unterteilen. Ihr kennt es von mir. Und mal mit dem ersten Teil anfangen. Und das ist so ein bisschen die Frage, was sind eigentlich die Zielgruppen auf YouTube oder auf Parfum-YouTube? Und ich habe da eigentlich so drei Zielgruppen ausgemacht und die sind vielleicht ein bisschen anders, als du glauben würdest. Das erste, das sind die Anfänger. Das sind die blutigen Anfänger, die mit dem Parfum-Hobby erstmal anfangen, die durch Leute wie Jeremy mittlerweile, aber auch durch TikTok, durch verschiedenste andere Leute, ich sag mal, in das Hobby irgendwie gezogen werden, sich dafür interessieren und eigentlich davor keinen Bezugspunkt dazu hatten. Und das sind diejenigen, die am offensten in das Hobby reingehen, am wenigsten Erwartungen haben und ich sag mal am breitesten für alles geöffnet sind. Danach kommen, das ist so ein bisschen die Hauptzielgruppe meines Kanals, das sind eher die Designerkäufer, das sind die Leute, die sagen, okay, ich habe irgendwie so 0 bis 25 Düfte irgendwo, habe mal ein bisschen was aus der Nische dabei, habe vielleicht auch so ein bisschen was irgendwie aus dem Duplikatbereich, um die 20 Düfte, wie gesagt, und das Ganze liegt dann immer so pro Duft etwa so um 50 bis 100 Euro. Mal ein bisschen nach unten, mal ein bisschen nach oben. Das ist so, würde ich sagen, die größte Community auf YouTube, die größte auch auf Parfumo. Das ist ja immer so, die Mitte ist immer da, wo die meisten sich bewegen, da, wo am meisten irgendwie los ist, wo die meisten Fragen sind, wo die meisten Leute unterwegs sind. Und dann gibt es noch eine dritte Zielgruppe. Und jetzt sollten die meisten eigentlich eine da erwarten, aber es sind tatsächlich zwei. Das sind sowohl die Nischenliebhaber wie auch die Duplikatkäufer. Beide werden jetzt, wenn ihr das zuschaut und du jetzt dich da verortest, entweder Nischenkäufer oder Duplikatkäufer sagen, nein, wie kann Jan denn das zusammenwerfen? Das ist ja was komplett anderes, ist ja auch das komplett andere Ende der Skala. Aber diese beiden Zielgruppen sind sich viel ähnlicher, als sie eigentlich haben wollen. Denn beide sind sehr strikt und sehr absolut in der Auswahl ihrer Düfte. Nischenliebhaber wollen nur Nischendüfte, alles drunter ist billig, das sind die dummen Leute. Und andersrum, bei den Duplikatkäufern, alles, was teurer als 30 Euro sind, die lassen sich abziehen, die sind doof, das ist alles für die Idioten. Also beide sagen, alle außer ich sind Idioten und alles, was dazwischen liegt auf der anderen Seite und alles jedenfalls darüber oder darunter, das macht alles keinen Sinn, das ist doof. Und diese beiden Zielgruppen lassen sich eben auf einem Kanal wie meinem ziemlich schwer einfangen. Auf meinem Kanal, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, ist die Hauptzielgruppe Designer plus minus ein bisschen in beide Richtungen was. Und oftmals kommen genau diese Aussagen von Leuten, die dann im Nebensatz schreiben, mach mal ein bisschen mehr zu dem oder mach mal ein bisschen mehr zu dem. Das heißt, entweder mehr zu Klonen, zu Duplikaten oder in die Nische hinein. Aber es kommt ganz selten vor, dass Leute sagen, Jan, mach mal bitte ein bisschen mehr zu dem Le Male Elixir oder ein bisschen mehr zu dem Naxos oder sowas. Weil das sind Düfte, die relativ viel stattfinden. Und das erklärt auch so ein bisschen, woher diese ganze Kritik herkommt. Dazu muss man sich auch nochmal einen weiteren Punkt, das ist ein bisschen der zweite Hauptaspekt auf YouTube anschauen, und das ist der YouTube-Algorithmus. Der Algorithmus ist eigentlich ziemlich fair, auch wenn das immer so ein bisschen behauptet wird, das ist unfair und die große Blackbox, ja, es ist eine Blackbox, ist ja eigentlich ziemlich fair, denn ich sehe das hier auch, die meisten meiner Videos werden den meisten meiner Zuschauer auch vorgeschlagen, zumindest die halbwegs regelmäßig schauen, wird da ausgetestet. Das heißt, die meisten von euch, die vielleicht auch jetzt das hier Video schauen, sehen eigentlich fast jedes Video, was von mir hochgeladen wird. Das heißt, ihr habt so gesehen die freie Wahl auszuwählen, was ihr schaut. Wir leben halt in YouTube, und das ist ja das Schöne an YouTube, wir leben halt in der Marktwirtschaft, dass ihr entscheiden könnt, wem ihr eure Zeit, in Anführungszeichen auch das Geld, die Werbeeinnahmen schenken wollt. Das ist eure freie Wahl, ob ihr jetzt sagt, ihr guckt jetzt ein Video von mir oder von wem anders. Und das entscheidet am Ende auch, welcher Content auf YouTube passiert. Denn wenn ihr euch aktiv entscheidet, ihr klickt nicht das kreative Meinungsvideo, das Nischenvideo, das Duplikatvideo an, sondern ihr klickt die Top-10-Liste, die nächste Top-10-Liste über Komplimentdüfte an, dann habt ihr eure Entscheidung getroffen. Und je nachdem, was ihr anklickt, das entscheidet natürlich auch dann dementsprechend das, was ich produziere. Denn und
Und das jetzt mal so ein bisschen was auf YouTube ganz selten thematisiert wird. Wir YouTuber, wir Content Creator haben so eine Statistik. Es wird gematcht, wie performt das aktuelle Video gegen die letzten 10 Videos. Das heißt, wir haben immer ein Ranking 1 bis 10. Und es ist unfassbar demotivierend, wenn man irgendwo, ich sag mal, überhalb der 5 landet. Natürlich noch demotivierender, wenn man irgendwie ein 8, 9 oder 10 Video hat, als wenn man natürlich einen Platz 1 hat. Das heißt, jedes Video, was schlecht angeklickt wird, ist quasi eine Mathe, Hausarbeit, die man mit 6 zurückbekommt. Eine stundenlang gelernt, haufenweise Arbeit reingesteckt und dann gibt es eine 6 und man denkt so, hä, warum? Und dann am nächsten Tag macht man irgendwie, ja, irgendwie so ein bisschen Englisch, Leistungskurs, ja, bisschen was hinschreiben, fertig und man bekommt mal 1. Und man fragt sich so, hä, wie kann das denn sein? Und so ist es auf YouTube auch. Eine Top 10 ist es unfassbar schnell produziert, einfach gemacht, immer dasselbe Zeug und die Leute klicken es wie verrückt. Und es funktioniert halt irgendwie. Auf der anderen Seite, wo man sich stundenlang irgendwo hinsetzt, Sachen zusammenschneidet, Ideen zusammenschneidet. Und ich sage das immer, die Videos, die auf meinem Kanal am längsten dauern in der Herstellung, sind die, die am schlechtesten geklickt werden. Das ist halt genau das. Du lernst 6, 7, 8 Stunden lang auf irgendwas und am Ende gibt es eine 6 zurück. Und das ist halt unfassbar demotivierend. Und das ist der Hauptgrund, warum es auf YouTube immer nur dasselbe gibt. Weil es halt mehr Arbeit braucht, was anderes zu machen und es weniger honoriert wird. Wäre es anders, und das ist ja auch wieder der Markt, würde es ja anders sein. Also würden jetzt Einzelrezensionen von Nischendüften auf einmal die Millionen Klicks abbringen, dann würden das alle machen, dann würdet ihr keine Top 10s mehr sehen. Aber es ist halt, also auch für die Leute, die behaupten, dass oftmals bei kleineren YouTubern, ich bin unabhängig und ich mache hier irgendwie mein Ding und so. Für die ist es ja auch unfassbar demotivierend, diesen Platz 8, 9 oder 10 einzukassieren. Und denen geht es ja genauso wie mir. Und am Ende werden die sich halt auch irgendwo streamlinen und halt dann den Content machen, der halt in ihrer Zielgruppe erfolgreich ist. Ich möchte jetzt aber nochmal einen wichtigen Punkt aufgreifen, den ich das ganze Video irgendwie so, ich sag, ein bisschen liegen gelassen habe oder als Voraussetzung irgendwo gestellt habe, nämlich die Frage, warum schauen Leute eigentlich YouTube-Videos oder warum schauen Leute eigentlich Parfum-YouTube-Videos? Und man würde normal eigentlich erwarten, naja, dass man neue Düfte kennenlernt. Aus meiner Erfahrung ist es aber so, dass die erfolgreichste Mischung auf YouTube eigentlich die ist, 80% bekannte Düfte vorzustellen, und 20% neue Düfte. Das heißt, mal ruhig kreativ neue Sachen, vorstellen, die noch nicht so viele Leute kennen. Aber, und das kenne ich von mir damals auch, auch einfach Düfte zu thematisieren, wo ich genau weiß, die haben sehr viele von euch. Denn es geht, und das ist nun mal einfach so, sehr viel um Bestätigung. Und ich sehe das auch, dass wenn ich Sachen empfehle, dass dann auch gleichermaßen die Rezensionen zu diesen Videos sehr viele Views auf einmal dazu bekommen, weil Leute sich damit tiefer beschäftigen, mit der Frage, soll ich das jetzt kaufen? Ist das eine gute Idee oder eher nicht? Passt der Duft für mich oder eher nicht? Und gleichermaßen geht es dann natürlich nach dem Kauf darum, nochmal sich zu bestätigen, dass das eine sinnvolle Investition war, dass das eine sinnvolle Art war, Geld irgendwie da reinzustecken in den Duft. Und ich habe da für mich persönlich so eine Formel gefunden auf meinem Kanal und das betrifft sowohl Videos wie auch den ganzen Kanal und das ist eigentlich 80% bekanntes, 20% neues. Das heißt, das meiste, was ihr auf meinem Kanal seht, was ihr auch bei den meisten anderen auf YouTube seht. Ich meine, auch wenn man eine Sammlung von 20 Düften hat, kann man nicht jeden Duft jeden Tag tragen. Auch mal nochmal die Aktivierung, okay, du kannst nochmal den Duft jetzt tragen. Das ist eine gute Idee, vielleicht die Proben, die du zu Hause hast, nochmal zu testen. Gleichermaßen aber natürlich auch neue Sachen, ich sag mal, vorzustellen, reinzubringen, ein bisschen Durchmischung reinzubringen. Und ich stelle mir immer die Frage, und das ist für mich immer so ein bisschen der Ausgangspunkt für die meisten meiner Videos, wenn ich jetzt, und das habe ich eben gesagt, Anfänger auf YouTube bin. Das heißt, ich bin durch Jeremy irgendwie in das Hobby gekommen, denke mir so, okay, ich will jetzt ein, zwei Parfums kaufen, vielleicht für 50, 70 € oder sowas. Und dann komme ich auf so einen Kanal wie meinen und dann bekomme ich da die ganze Zeit Düfte um die Ohren geworfen von Marken, die ich nicht kenne, Namen, die ich nicht kenne. Ich kann die nirgendwo antesten. Das sind Geheimempfehlungen, die irgendwie ich nur online kaufen kann für 150 €. Das ist ja total unattraktiv. Das ist vielleicht für einige von euch, die total tief in dem Hobby sind, total cool, irgendwie was Neues, was noch niemand kennt und sowas. Aber für einen Anfänger, der ist ja komplett abgeschreckt. Der denkt sich, ey, ich will doch was von Dior, von Yves Saint Laurent, von, weiß ich nicht, ne, diese ganzen großen Namen. Was kommt der denn mir jetzt hier irgendwie mit Mobusine Om, Private Club? Was will der von mir? Missoni Wave? Missoni, was ist das eigentlich? Da muss man immer wirklich sehr vorsichtig sein, dass man Leute nicht, ich sag mal, verschreckt vom Hobby und so eine große Wand aufbaut und sagt, du musst erstmal drüber springen, bevor du hier dich Parfumliebhaber nennen darfst, sondern ganz soft den Einstieg machen und dann kann man ja auch mal ruhig nach dem Dior Sauvage einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jetzt hier
Den Mr. Thompson von Penn Halligans, ja, kann man da mal erwähnen. Coole Sache irgendwie. Aber das sollte nicht, also in der Liga sollte nicht alles auf YouTube passieren, weil am Ende baut es einfach nur eine Barriere auf. Und das hätte mich damals als Zuschauer, ich glaube, massiv abgeschreckt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ihr bei vielen Leuten genau, ja, die formulieren das nicht so aus, aber am Ende seht ihr das viel auf YouTube, so 70-30 bis 90-10 immer dasselbe zu neuen Sachen seht. Weil man ja auch immer wieder versucht, neue Leute in das Hobby reinzuziehen, möglichst barrierearm da irgendwie den Einstieg zu wagen und vielleicht auch nicht immer irgendwie die kreativen neue Erschaffungen und Ideen irgendwie aus dem Hut zu zaubern. Denn manchmal tut es einfach, und das sage ich auch immer wieder, tut es einfach ein Dior Sauvage oder ein Dylan Plou oder vielleicht auch ein Y Eau de Parfum. Das sind tolle Düfte, das muss jetzt nicht immer irgendwie der Nischenduft für 700 € sein, um gut zu riechen, bei weitem nicht gut riechen, kann auch günstig sein, kann auch einfach mal was total Normales sein. Mich würde jetzt aber deine Gedanken zu genau diesem Thema interessieren, ob du auch das Gefühl hast, dass alle irgendwie nur dasselbe machen, ob du mehr Variationen möchtest, ob du eigentlich zufrieden bist mit dem, was passiert. Ich weiß, die meisten sind immer zufrieden, schreiben aber nichts drunter, und das ist ja auch immer so ein bisschen die magische Formel, die am unzufriedensten sind auch am lautesten, die zufrieden sind eben leise. Schreib mal gerne deine Ideen dazu in die Kommentare, was du gerne sehen würdest, was du genug gesehen hast. Ich bin da komplett offen. Danke dir fürs Zuschauen, like das Video, falls es dir gefallen hat, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.